Hallo, meine lieben Stiere, Ferdinand und Co. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin es auch. Meine Lieben, das ist die Legung vom 1. bis zum 15.01.2022. Ich bin gespannt, was bei euch hier stattfinden wird. Ich beginne bei euch mit den Starseeds-Karten. Ja, alle anderen Karten stehen auch unten in der Infobox. Auf den kleinen grauen Pfeil bitte drücken, wenn du neu bist. Dann herzlich willkommen. Ich bezeichne euch immer als Ferdinand und Co. Das hat was mit dem Film zu tun, weil ich den so toll finde. Und ja, deswegen habt ihr jetzt von mir seit dem Film den Namen Ferdinand und Co., mein lieben Stier. Und außerdem seid ihr sowieso zauberhafte Wesen. Auch wenn ihr mir manchmal wirklich, weil ich ja drei in der Familie habe, mir auch den Nerv raubt, aber das ist als Luftzeichen ja normal, ja, weil wir sind luftig und frei unterwegs und ihr seid sehr erdig und sehr langsam, was nicht schlimm ist, aber ja, schwierige Konstellation manchmal, ne? Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja ganz positiv, meine Lieben. Also, wenn du neu bist, dann danke ich dir, wenn du meinen Kanal abonnierst, ja, wenn du mir ein Abo schenkst. Und meine Videos likest. Im Übrigen, wenn du schon hier länger bist und noch nicht meinen Kanal abonniert hast, freue ich mich trotzdem, wenn du das tust, weil das ist für mich eine Art Anerkennung, ja? Dann möchte ich ganz herzliches Dankeschön sagen an alle die, die sozusagen ja, meine Arbeit wertgeschätzt haben und mir in Form von einem Ausgleich als Dankeschön mir sozusagen die Anerkennung geschenkt haben. Ich bin sehr begeistert. Ich bin wirklich sprachlos. Ich danke euch von ganzem Herzen. Wenn du auch mich unterstützen möchtest, unten steht eine Bankverbindung, kannst du sehr, sehr gerne mich auch unterstützen. Wie gesagt, ich unterstütze euch auch bedingungslos gerne hier mit meinen Videos. Und von dem her freue ich mich, wenn du mich da unterstützt. So. Das dazu. Ansonsten danke für die Abos, danke für die Likes, hatte ich gesagt. Meine Lieben, denkt bitte mal daran, ich spreche aus der Sicht einer Frau. Also das heißt, alle Stiermänner und Gleichgeschlechtlichen, bitte switcht es euch um. Dann habe ich es einfach einfacher. Auch die Situation, um was es hier geht, passt es bitte auf dich an. Wenn du sagst, oh Mensch, nee, Katrin, passt mir nicht so die Legung, das ist nicht schlimm, dann schaust du entweder das nächste Mal wieder rein oder du schaust dir das Venus-, Mond- und Aszendentzeichen mal an. Auch da kann es sein, dass du entsprechende Botschaften finden kannst, die für dich zutreffend sind. Ja, so. Und jetzt schauen wir erstmal rein, um was es hier bei euch Stieren, Ferdinand und Co. so gibt. Was ist los hier bei den Stieren? Vom 1. bis 15.01.2022. Ich bin gespannt. Was haben die Starseeds euch zu sagen? Wo dürft ihr raufgucken, hingucken? Was möchte begutachtet werden? Ja. So geht es natürlich auch. Meine schöne Karte. Habt ihr das gesehen? Wie die schöne Karte geknickt wurde? Meine liebe Güte, also nein. So, sowas mag ich ja nicht, ne? So, also. Was haben wir denn hier? Die Meere von Mintaka. Okay. Potenzial erkennen. Unterbewusstes ans Licht bringen. Ja, hier möchte. Hier möchte, meine lieben Stiere, was habt ihr hier? Was möchtet ihr nicht sehen, kriege ich rein? Was möchte hier aber ans Tageslicht kommen? Hier gibt es einen Prozess, der in euch brodelt oder der aktiv ist, der gerne hochkommen möchte, damit ihr da hinschaut. Es gibt hier eine Situation, die gerne begutachtet werden möchte. Ja? Und es geht auch hier um euer Potenzial. Also hier, ihr lebt noch nicht euer volles Potenzial. Ihr lebt noch nicht euer Sein. Also, meine beliebten Fragen, die mich schon länger verfolgen, kennen das. Warum bist du hier?
Was hast du für Fähigkeiten? Warum, wundervoller Stier, bist du inkarniert? Was kannst du besonders gut? Und was von dem, was du besonders gut kannst, setzt du noch nicht um? Oder was möchtest du unbedingt mal tun und weißt aber nicht, wie du das tust? Und genau diese Situation, meine lieben Stiere, möchte jetzt hochkommen. Voilà, sehr schön. Das nenne ich doch mal Erwachungsprozess. Lasst uns mal weiterschauen. Um was geht es hier bei den Stieren denn noch? Ich höre gerade zwei Karten. Mhm. Die erste haben wir. Okay. Ich bekomme rein, dass ihr hier um Unterstützung gebeten habt, bewusst wie unbewusst, sage ich immer so gerne. Ja, ihr habt hier, lieber Gott, bitte hilf mir, ja, eine Fürbitte ausgesprochen, liebe lichtvolle geistige Welt, ich bitte um Unterstützung. Ja, denkt bitte daran, wenn ihr in dieser Situation, wo ihr euch vielleicht sogar auch blockiert fühlt, ja, wenn ihr hier um Unterstützung gebeten habt, meine Lieben, dann wird euch auch gegeben, ne? Ist klar. Wann wird euch gegeben? Euch wird dann gegeben, wenn der Zeitpunkt da ist, der richtige Zeitpunkt da ist. Wer entscheidet das? Der Schöpfer. Und der Schöpfer sitzt am Ruder. Und der guckt sich natürlich an, wo seid ihr, wo steht ihr? Seid ihr bereit für das, was hier nach oben an die Oberfläche kommen möchte? Ihr habt zwar darum gebeten, aber ihr werdet so lange darauf warten dürfen, bis ihr bereit seid für das, um was ihr gebeten habt, für das, was an die Oberfläche kommen möchte. So. Und wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Lieben? Auch das kann ich euch beantworten. Ich bin nämlich heute wieder richtig gut unterwegs. So, der heilige Teich. Der Zeitpunkt ist dann gekommen, wenn du hier heilig, heil, wenn du hier gesundet bist, wenn du hier bereit bist, die Dinge, die dir gut tun, die Dinge, die für dich vorgesehen sind, die Dinge, die, um die du gebeten hast, wenn du dafür bereit bist. Und dazu ist es wichtig, dass du hier in den heiligen Teich steigst. Das heißt, dass du bereit bist zu empfangen, dass du bereit bist zu heilen, dass du bereit bist, dir die Dinge anzugucken, die hier nach oben kommen wollen, dass du bereit bist für das, um was du gebeten hast, damit du deinen Prozess hier gehen kannst. Okay, wow, das ist schön. So, na. So, dann guck mal mit den zwei verschiedenen Tarotkartendecks an, um was es hier bei euch geht, okay? Lasst uns mal schauen. Wow, cool. Leute, ihr arbeitet hier dran und zwar im Team. Ihr seid Teamplayer. Sehr cool. Hier sind einige Stiere, die sich Unterstützung geholt haben in Form, kann auch Therapie sein, kann auch Freund, Freundin sein, ja, dass du sagst, ich bitte um Hilfe. Auch das hier, das magische Gebet, kann auch sein, lieber Gott, bitte hilf mir. Und dann schicken die euch Menschen, Freunde, Bekannte, wie auch immer, Kollegen. Und dann habt ihr Leute hier, die hier, egal ob ihr die kennt oder nicht, die aber mit euch an diesem Prozess arbeiten, die euch unterstützen und die euch helfen. Wow, das ist echt schön. Wahnsinn. So, lasst uns mal weiter gucken, meine lieben Stiere. Ja, die Mäßigkeit. Guckt mal. Hier möchte, meine Lieben, etwas in Ausgleich kommen. Die Mäßigkeit kommt immer dann, wenn ihr entweder zu viel gegeben habt oder zu viel genommen habt. Und das darf hier erstmal ins Gleichgewicht kommen. Also, wenn hier das, um was ihr gebeten habt, noch nicht da ist, weil ihr noch nicht dazu bereit seid, guckt bitte erstmal, ob das, was hier in Waage sein soll, auch wirklich in Waage ist.
Hast du nur so gemacht oder hast du nur so gemacht? Also hast du nur gegeben oder hast du nur genommen? Ja, was ist der Zustand? Um was geht es hier? Woran darfst du arbeiten? Es gibt ganz viele von euch, die ganz große Probleme haben, hatte ich gerade heute im Reading wieder, die ganz große Probleme haben mit dem Empfangen. Geben, na klar gebe ich. Wenn jemand sagt, hast du mal ein rohes Ei? Ich habe vergessen, Eier zu kaufen. Klar, kriegt meine Nachbarin rohes Ei. Keine Frage. Zucker, Mehl, alles klar. Ja, aber dann auch wieder zu sagen, ich nehme dann auch, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt was brauche, das ist dann der Prozess, wo viele Schwierigkeiten haben. Ja, also was ist hier sozusagen, was wieder in den Einklang kommen darf, was wieder ins Gleichgewicht kommen darf. Sehr schön. Die Hohepriesterin, meine Lieben. Ja, letztendlich wisst ihr das schon. Ihr wisst, ihr seid, erstmal seid ihr sehr ruhig. Ja, ihr seid ruhig, ihr seid ausgeglichen, ihr seid wissend, ihr seid sehr gut intuitiv unterwegs, ihr seid mittlerweile auch erwacht. Ja, die, die ich hier beschreibe, die wissen, um was es geht. Ja, und ihr seid hier in einer Situation, an einem Punkt angekommen, wo ihr euch hier auch nicht mehr aus der Ruhe bringen lasst. Also selbst wenn hier etwas nicht im Gleichgewicht ist oder ihr auf eine Situation wartet, weil die Zeit noch nicht gekommen ist, dann fällt euch das hier auch nicht schwer, weil ihr sagt, ich weiß, dieser Prozess hat seine Zeit, ja, okay, ich kenne meine Baustellen, ich weiß, in meinem Unterbewussten. Und die hohe Priesterin, die hat ein super Unterbewusstsein, die weiß intuitiv genau, um was es geht, ja. Und da lasst ihr euch auch nicht aus der Ruhe bringen, weil ihr sagt, ich arbeite dran, ich habe mir die Hilfe geholt oder ich werde mir die Hilfe holen, ich werde das in Ausgleich bringen und ich bin wissend. Und mit dieser wundervollen Energie gehst du automatisch in die Heilung und gehst du weiter in deinen Prozess, den du begehst. Und das ist echt cool. Wahnsinn. Sehr schön. Wir gucken mal, wie es weitergeht hier bei euch. Ja, ihr werdet auch im Januar Entscheidungen treffen müssen, die oder Prozesse leben müssen, die euch ein bisschen Herzschmerz bereiten, okay? Da gucken wir uns das gleich nochmal genauer an. Also Herzschmerz, es könnte für eine kleine Gruppe sein, dass, nicht könnte, es wird für eine kleine Gruppe sein, das bedingt durch eure Entwicklung, die ihr hier durchmacht. Ja, zum Beispiel, ihr habt immer nur gegeben und jetzt sagt ihr zu eurem Gegenüber, nö, ich gebe jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt gerne, dass du mich mal trägst. Ich möchte jetzt gerne, dass du mir mal Unterstützung gibst und dass du mich hier in diesem Prozess, wo ich mich verändere, dass du mir einfach Unterstützung gibst und mir hilfst. Und dann sagt euer Gegenüber, das war aber die ganze Zeit anders. Ich verstehe das jetzt gerade gar nicht. Und ihr seid hier, seid ihr enttäuscht. Ihr seid hier entweder von einer Situation oder von einer Person enttäuscht. Ja, wo ihr euch hier auch Gedanken macht, wo ihr einfach Herzschmerz habt. Oder auch dieser Entwicklungsprozess vielleicht nicht so vonstatten geht, wie ihr das gerne gehabt hättet. Weil auch das Unterbewusstsein kann manchmal sehr direkt sein. Und da gucken wir nochmal genauer hin, ja? Aber wir fangen jetzt hier erst an mit den drei der Münzen, meine Lieben. An was arbeiten denn hier die Stiere? Mit wem vor allem? Mit wem und an was bitte? Ich bin ja gar nicht neugierig. Nee, die haben zusammengeklebt. Die wollen wir nicht. Nö, nicht schummeln. Also bitte. So. Also meine lieben Stiere, ihr arbeitet hier mit einer dritten, vierten Person an eurer 10 der Münzen ist hier an eurer finanziellen Sicherheit, an eurem Materialismus. Ihr habt hier ganz klare Vorstellungen, wo ihr hin möchtet. Und um diese Vorstellung zu erreichen, braucht ihr Hilfe von außen. Das ist das, was ich gesagt habe, dass ihr seid hier im Nehmen. Das ist super. Und ihr habt vorher zu viel gegeben. Das ist die Antwort. Und ihr seid jetzt hier in diesem Prozess, dass ihr hier lernt, ich darf auch mal nehmen. Ich darf hier jemanden in Anspruch nehmen, der mir hilft, sozusagen, dass ich weiterkomme,
Das ist auch das, was hier aus dem Unterbewusstsein hochkommen möchte. Ja, auch ich, Stier Ferdinand, darf gerne mal nehmen. Das ist kein Verbrechen, das tut nicht weh und das ist auch nicht schlimm. Denn das ist ein Prozess, auch der hier in die Heilung kommen darf. Denn du hast schließlich darum gebeten. So, seht ihr? Die Mäßigkeit. Um was geht es hier bei der Mäßigkeit? Ja, bei der Mäßigkeit, meine Lieben, geht es darum, dass ihr hier Revue passieren lasst. Was habe ich denn alles erarbeitet? Ja, was habe ich alles getan in der Vergangenheit? Wie viel habe ich schon erarbeitet? Wie viel Talas habe ich auf dem Konto? Was habe ich mir geleistet? Was habe ich mir angeschafft? Wo habe ich eventuell doch vielleicht zu viel ausgegeben, weil ich zu viel gegeben habe? Das ist das mit 7 der Münzen. Da stagniert ihr erstmal und da lasst ihr Revue passieren im Bereich der Finanzen. Wie steht jetzt mein Kontostand? Wie sieht es jetzt aus? Was möchte ich mir gerne leisten? Was habe ich mir geleistet? Also dahinter fragt ihr das. Das ist auch hier wieder dieses Geben und Nehmen. Wo habe ich zu viel gegeben? Wo habe ich zu viel bezahlt? Wo habe ich zu wenig bezahlt? Ja, wo habe ich meinem Gegenüber vielleicht zu viel Luxus gegönnt, weil ich ihn ja so sehr mag? Ja, wo haben wir hier gelebt wie die Made im Speck? Und das darf jetzt hier in finanzieller Hinsicht auch in Ausgleich kommen. Ja? Da werdet ihr hier mit 7 der Münzen sehr stark drauf schauen. So, dann haben wir hier die Hohepriesterin, wo ich gesagt habe, ihr seid hier total in eurer Ruhe, in eurer Mitte und ihr seid hier sehr intuitiv unterwegs. Und da gucken wir jetzt mal rauf, um welches Thema es geht. Um was geht es hier bitte? Ja, die ist ja geflogen hier. Okay. Ihr habt hier bewusst einen Zustand verlassen, meine Lieben, weil ihr wusstet, dass dieser Zustand euch nicht gut tut. So. Ja, ach, der Kelche ist, ihr verlasst hier einen Zustand, um damit ihr hier in der Energie der hohen Priesterin sozusagen verweilen könnt. Das funktioniert aber auch nur, wenn ihr klare Ziele habt, klare Vorstellungen habt und ihr auch. Und das seid ihr Stiere, ihr seid ja sehr erdgebunden. Das heißt, bevor ihr diese Entscheidung getroffen habt, hat es ein wenig gedauert. Wenn ihr aber diese Entscheidung getroffen habt, dass ich verlasse jetzt einen Zustand, der mir nicht gut tut. Und wir gehen jetzt mal hier davon aus, dass du hier, deswegen die Mäßigkeit, ja, dass du hier zu viel gegeben hast. Deswegen holst du dir auch die Hilfe, damit du hier sozusagen dein Polster wieder aufpolstern kannst, damit du gucken kannst, okay, wo habe ich zu viel gegeben? Und damit du das, wo du sozusagen zu viel gegeben hast, diesen Zustand, wo ist es passiert? Und genau das, diesen Zustand veränderst du, diesen Zustand verlässt du. Und mit diesem Verändern und mit diesem Verlassen bist du sozusagen in die Energie der hohen Priesterin gegangen, weil die ja ruhig und entspannt ist. Also diese Entscheidung, diesen Zustand zu verlassen, löst jetzt bei dir keine Panik oder da wirst du jetzt nicht innerlich implodieren oder eskalieren, weil du als Stier dir genau darüber Gedanken gemacht hast, um was es hier geht. So, dann kommen wir hier auf die 3 der Schwerter. Da habe ich gesagt, das ist hier eine Situation, die dir nicht ganz so gut gefällt. Ja, so nach dem Motto Aktion gleich Reaktion. Und da gucken wir mal, was ist jetzt hier mit oder bei den 3 der Schwerter Thema. Warum 3 der Schwerter? Warum hat hier der Stier Herzschmerz? Was tut dem Stier nicht gut? Was gefällt dem Stier nicht? Okay. Also, pass auf, lieber Stier. Bis hierhin hast du noch alles ganz gut geregelt bekommen und du hast auch intuitiv hier sehr gut gehandelt, ja? So. Und durch diese Energie der hohen Priesterin bist du hier sozusagen in die Herrscherenergie, in die männliche Herrscherenergie gegangen. Ja, und auch männliche Herrscher können sehr verletzend sein. Das heißt, du hast hier, lieber Stier, auch ganz klar zu verstehen gegeben, mit mir nicht mehr, bis hierhin und nicht weiter. So. Das hast du hier mit dem Herrscher gemacht. Und interessant, du wusstest auch noch gar nicht,
Was passiert, wenn ich jetzt hier reagiere wie der Herrscher? Du hast es nicht gesehen. Was ist jetzt die Reaktion meines Gegenübers, egal wen, wenn ich jetzt ganz klar zu verstehen gebe, ich lasse mich hier nicht mehr ausnutzen, ich bin nicht mehr die melkende Kuh, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und das, so wie du das verkörpert hast, so wie du das rübergegeben hast, so wie du die Veränderung eingeläutet hast, du hast nicht darüber nachgedacht, wie könnte jetzt mein Gegenüber reagieren, weil du dir gesagt hast, ich habe ja auch dafür gearbeitet, für das, was ich gegeben habe. So, jetzt hat dein Gegenüber reagiert und jetzt hast du dir gesagt, naja, eigentlich wollte ich das ja irgendwie doch nicht. Also irgendwie tut es mir ja doch wieder leid. So, da knickst du so ein bisschen ein, ja? Aber nichtsdestotrotz, mein lieber Stier, das ist dieser Prozess, den du hier aber lernen sollst, weil, und ich wiederhole mich hier gerne nochmal, das ist das, du wusstest, dass hier ein Prozess am Laufen ist, der dir nicht gut tut. Ja, Melk eine Kuh zu spielen ist echt uncool. So, jetzt hast du das verändert und dein Prozess ist es zu lernen, dass es nicht schlimm ist, dass man mal sagt, nö, mit mir nicht mehr. Du machst es auch gerne den Menschen recht, weil du magst es, wenn es deinen Mitmenschen gut geht. Ja, du magst es, wenn die finanzielle Sicherheit gegeben ist, dass sich dein Gegenüber freut, wenn du ihm zum Beispiel ein Geschenk machst oder eine Überraschung machst. So, jetzt sind wir aber an dem Punkt, dass du gesagt hast, ich habe jetzt aber zu viel gegeben. Für mich ist es jetzt zu viel. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen mein Polster aufpolstern. So, jetzt hast du also dein Verhalten. Bist du dabei zu ändern oder hast verändert? Und jetzt kommt die Reaktion. So, ja, findest du jetzt irgendwie auch nicht so toll, weil du ja immer wieder im Tun warst. Du warst ja immer wieder im Geben. Und das ist der Prozess hier. Ja, und da hast du drum gebeten, lieber Gott, bitte hilf mir, dass ich diesen Prozess begehe, dass ich standfest bleibe, ja, dass ich in die Heilung gehe, dass das hier wieder das Geben und Nehmen in Waage kommt. Ja, und das ist der Prozess, den du hier Anfang Januar leben wirst. Leben und lernen wirst. So, ein bisschen runter wieder. Okay. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich euch damit sagen möchte? Also, Lernaufgabe. Ja, das, was in deinem Unterbewusstsein, was dir gesagt wird, das ist wichtig, weil wenn du auf dein Unterbewusstsein, wenn du das hörst, wenn sich das meldet, dann bist du mit deinem höchsten Göttlichen verbunden, mit deinem höchsten Göttlichen Selbst. Und das ist wichtig, damit du in deinem Prozess weitergehen kannst. Und du kannst es nicht allen recht machen. Du kannst auch nicht mehr wie arbeiten. Und du darfst auch mal Nein sagen. Und auch das ist hier ein Prozess. Ja? Alles in Ordnung. Mein lieber Stier, Ferdinand und Co., ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Gerne Like, Abo und ein Kommentar. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Fühlt euch umarmt, ja? Bis dann. Ciao, macht's gut.